Liebe Freunde, ich bin's wieder, eure Flora. Am 4. Oktober 1992 wurde das neue Feuerwehrhaus in Strebersdorf feierlich gesegnet. Die Feuerwehr Lutzmannsburg war natürlich mit dabei. Unsere Feuerwehr hat nach ihrem mehr als 100-jährigen Bestand ein neues, modernes Feuerwehrhaus erhalten. Die Geschichte unserer Feuerwehr hat Herr Magister Oswald Gruber aufgearbeitet und zu einer Festschrift zusammengestellt, wofür wir Ihnen herzlichst danken. Über die Notwendigkeit und über die Bedeutung dieses Bauwerkes werden wir heute von unseren Festrednern sicherlich noch mehr hören. Ich als Ortsfeuerwehrkommandant freue mich natürlich über den erfolgreichen Bauabschluss und hoffe, dass dieses Haus etlichen Generationen von Strebersdorfer Feuerwehrmännern gute Dienste leisten wird bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Dienste der Nächstenhilfe und zum Wohle aller Bewohner unseres Ortes. Danke. Ich bitte nun jetzt den Herrn Pfarrer Hofer und den Feuerwehrkurat Dr. Anton Kolsch, die Segnung des Hauses vorzunehmen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Herr, erhöre mein Gebet. Und lass meine Rufe zu dir kommen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast die Welt erschaffen und alles wunderbar geordnet. Die Elemente stehen in deinem Dienst und erhalten den Menschen am Leben. Das Feuer spendet Wärme und Licht. Es schmilzt das Erz und läutert das Gold. Es kann auch zur Gefahr werden für Mensch und Tier, für Hab und Gut. Segne, wir bitten dich, dieses Feuerwehrhaus, das wir heute in deinem Dienste stellen. Geschätzte Festgäste, meine Damen und Herren, ich bin Ehrenmandatare des burgenländischen Landtages, Herr Hofrat, Herr Bürgermeister, hohe Geistlichkeit, liebe Strebersdorferinnen und Strebersdorfer, werte Feuerwehrkameraden, ich darf Sie hier in Strebersdorf als Ortsvorsteher herzlich willkommen heißen und den Grüß Gott sagen. Es ist nicht alle Tage, dass wir hier in Strebersdorf so ein Fest feiern. Die Segnung des neuen Feuerwehrhauses und das 100-jährige Bestandsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Strebersdorf ist ein großes Ereignis, welches uns mit Stolz erfüllt. Schon vor mehr als 100 Jahren haben sich auch hier in Strebersdorf beherzte Männer gefunden, die das Feuerwehrwesen ins Leben gerufen haben. Sie stellten sich im Dienst der guten Sache und waren stets für ihre Mitmenschen da. Diese Tradition hat sich bis zum heutigen Tage fortgesetzt. Waren es früher hauptsächlich Einsätze bei Brandkatastrophen, so sind die Aufgabengebiete der jetzigen Freiwilligen Feuerwehr in unserer hochmodernen, hochtechnischen Zeit um in Vielfalt mehr geworden. Jetzt stehen Einsätze technischer Natur, bei Verkehrsunfällen, Naturkatastrophen im Umweltbereich auf der Tagesordnung, die das Letzte von den Männern abverlangt. Daher war es notwendig, unsere Feuerwehren eine bessere Ausbildung zu ermöglichen und die Ausrüstung der heutigen Zeit anzupassen. Dazu gehört auch eine entsprechende Unterbringungsmöglichkeit. Da auch hier in Strebersdorf die Zeit nicht stehen geblieben ist, und das alte Feuerwehrhaus nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprochen hat, hat sich die Freiwillige Feuerwehr Strebersdorf entschlossen, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen. Es wurden viele Ideen eingebracht, zahlreiche Gespräche geführt, bis diese zielführend waren und seitens der politischen Gemeinde dem Vorhaben zugestimmt wurde. Nach Verhandlungen seitens der politischen Gemeinde und dem bischöflichen Ordinariat in Eisenstadt der römischen katholischen Kirche konnte ein Grundstückstausch erwirkt werden,
sodass der Standplatz gegeben war und dem Bau des neuen Feuerwehrhauses nichts mehr im Wege stand. Waren auch anfangs kritische Stimmen gegen den Bau des neuen Feuerwehrhauses, so haben sich unsere Feuerwehrmänner dadurch nicht beirren lassen und haben mit voller Entschlossenheit und mit Mut mit dem Bau im Jahre 1988 begonnen. Mit enormen Einsatzwillen und kameradschaftlicher Zusammenarbeit und der Aufbringung tausender freiwilliger Arbeitsstunden ist es diesen Männern gelungen, im Feuerwehrhaus, wir haben schon gehört, ein Schmuckkästchen zu richten, welches sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus sehen lassen kann. Daher sind wir unserer Freiwilligen Feuerwehr zur Dank und Anerkennung verpflichtet. Ich möchte mich daher von jener Stelle auch beim Amt der burgenländischen Landesregierung, bei allen politischen Vertretern, insbesondere beim Feuerwehrreferent der burgenländischen Landesregierung, Dr. Franz Sauerzopf, der leider Gottes nicht heute hier sein kann, herzlich für die finanzielle Unterstützung bedanken. Weiters möchte ich mich beim Herrn Bürgermeister und seinen Gemeinderäten für die finanzielle Hilfe bedanken. Auch der Ortsbevölkerung möchte ich für ihren Beitrag zu diesem Feuerwehrhaus ein herzliches Dankeschön sagen. Auch allen freiwilligen Helfern und Mitarbeitern sehr gedankt. Unser größter Dank gilt natürlich unseren freiwilligen Feuerwehrmännern aus Strebersdorf. Ich kann von jener Stelle aus sagen, dass wir auf diese Männer stolz sind. Ich kann hier unserer freiwilligen Feuerwehr für die Zukunft nur alles Gute wünschen. Geschätzte Feuerwehrkameraden, möge jeder von euch bei Einsätzen, die oft unter Einsatz des Lebens geführt werden, wieder heil und gesund nach Hause kommen. Mit dem Leitspruch, Gott zur Ehre, den Nächsten zur Wehr, würde ich meine Rede beenden. Dankeschön. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, in Anbetracht der unguten Witterungslage haben wir einvernehmlich mit den Herrn Bezirkshauptmann zunächst beschlossen, dass wir beide auf unsere vorprogrammierte Festrede verzichten werden, um doch den Ablauf voll gewährleisten zu können. Ich darf mich daher begrenzen und der Feuerwehr alles erdenklich Gute wünschen. Glückwunsch zum Bau dieses Hauses und weiterhin Gottes Segen auf diesen Wegen. Dankeschön. Meine sehr geehrten Herren Abgeordneten, hohe Festgäste, verehrte Damen und Herren, vor allem aber liebe Feuerwehrkameraden, ich darf mich kurz fassen. Der 4. Oktober wird sicher in die Geschichte von Strebersdorf, in die Geschichte ihrer Feuerwehr eingehen. In jedem Fall ist die Inbetriebnahme eines Feuerwehrhauses ein aus dem täglichen Leben herausragendes Ereignis. Der hohe Anteil der Bevölkerung, der Nachbarfeuerwehren, der heute da ist, unterstreicht diese Tatsache. Eine hervorragende Festschrift, die Magister Gruber verfasst hat. Ein mustergültiges Feuerwehrhaus, das ein Schmuckstück in ihrer Ortschaft darstellt und eine hervorragend ausgebildete und ausgerüstete Feuerwehr ist ein Stolz ihres Ortsteiles. Heute ist ein dritter Baustein dazugekommen, ein neues Heim, eine neue Heimstätte, die Ausbildungs- und Kommunikationszentrum sein wird. Ich darf allen danken, die dazu beigetragen haben, dass dieses Feuerwehrhaus heute so schön dasteht und sich so harmonisch in das Ortsbild einfügt. Es gilt, ein Dankeschön zu sagen, dem Bürgermeister an der Spitze der Gemeinde, dem Vizebürgermeister, dem Ortsvorsteher, der Ortsbevölkerung, aber auch allen Strebersdorfern und Strebersdorfern, vor allem aber auch den Feuerwehrkameraden. Und es war ein Wunsch des Feuerwehrkommandanten, Oberbrandinspektor Stimakovic und seines Stellvertreter Brandinspektor Ohr, Herbert Ohr, dass nicht Sie heute im Mittelpunkt dieses Festaktes stehen, sondern dass Sie drei Persönlichkeiten herausgreifen, denen Sie ein Dankeschön sagen wollen. Das erste Dankeschön an den längst dienenden Feuerwehrkommandanten, an Herrn Oberbrandinspektor und Ehrenkommandant Ihres Ortsteiles, Josef Marga. 23 Jahre hat er die Feuerwehr geführt.
Es ist auch ein sehr herzeigbares Werk geworden, das heute hier diesen Festakt und 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Strebersdorf würdigen will. Ich darf schließen mit dem Wunsch, dass dieses neue Feuerwehrhaus ein Markstein in die Entwicklung, in eine erfolgreiche Entwicklung ihrer Feuerwehr ist. Und ich bin zuversichtlich, dass Strebersdorf in eine glückliche, in eine erfolgreiche Zukunft geht. Viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Und gemeinsam mit Magister Gruber möchte der Landesfeuerwehrverband ein Dankeschön sagen an die Leiterin des Stadtarchives in Schopron, Frau Anita Sakatsch. Wir wollen die internationale Zusammenarbeit ehren mit der Verdienstmedaille des Landesfeuerwehrverbandes. Sie hat uns in vielen Fällen schon geholfen und Magister Gruber hat den Anstoß gegeben. Sagen wir ihr ein Dankeschön, wir tun es gerne. Herzlichen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Verpflichtet und kann an dieser Feierstunde nicht teilnehmen. Ich habe gerne die Aufgabe übernommen, Ihnen seine Grüße, seine Glückwünsche und auch seinen Dank zu überbringen. Den Dank für die Arbeit, die die Freiwillige Feuerwehr hier in Strebersdorf in den letzten 100 Jahren geleistet hat. Es wäre vieles zu sagen. Es wäre sicherlich einiges Bemerkenswerte, das in diesen 100 Jahren vorgefallen ist, das heute erwähnenswert wäre. Ich möchte aber auch angesichts dieser tristen Wetterlage Sie nicht überstrapazieren. Viele haben gemeint, ich als kleiner Kaplan hätte für besseres Wetter sorgen können. Das war auch mir nicht möglich, da hätte der Herr Pfarrer die Zuständigkeit. Daher möchte ich diesen heutigen Festtag dazu nützen, um ein Wort des Dankes und des Glückwunsches zu sagen. Beglückwünschen möchte ich die Freiwillige Feuerwehr Strebersdorf zum 100. Geburtstag. Ich glaube, sie hat in diesen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und sie hat sich mit diesem Feuerwehrhaus das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, das man sich machen kann. Dazu muss ich gratulieren. Ich glaube, ich habe es einmal anlässlich einer Baustellenbesichtigung bei der Durchfahrt beobachten können. Die Begeisterung, die hier vorhanden ist, ist eigentlich die Gewähr dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr in Strebersdorf auch in den nächsten Jahrzehnten gute Arbeit im Interesse und zum Wohle der Gemeinschaft hier in Strebersdorf erbringen wird. In diesem Sinne meinen herzlichen Glückwunsch zum 100. und viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Danke. Bis zum nächsten Mal. Eure Flora.